Hi, servus, Freunde der Teichanlage Finkenbachtal, grüßt euch, servus. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen vom letzten Video, von unserer, beziehungsweise vom Update von unserem Bau. Und ich habe gedacht, ich halte euch mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden und erzähle euch ein bisschen, was ich gemacht habe, was wir machen werden und was noch so kommen wird die nächsten Tage. Und ich glaube, ich fange jetzt am besten einfach mal an. Also ihr seht ja, die Fläche ist jetzt so ein bisschen gerodet, ist abgeholzt, ist der Grünschnitt ist alles von der Fläche entfernt worden, soweit es geht, was man gekonnt habe und machen durfte, ist gemacht. Und wie geht es jetzt weiter? Der Häcksler war da, hat den Grünschnitt. Wenn man mit Profis arbeitet. Geile Sache hier. In 20 Minuten ist alles weg. Schick gehäckselt, das heißt, es ist jetzt alles weg. Und was machen wir jetzt die nächsten Tage? Wie geht es weiter? Also ganz einfach, die Fläche ist jetzt gerodet. Als nächstes muss jetzt die Fläche mal gemessen werden. Also da habe ich jetzt meinen Kumpel und meinen Freund, der mich betreut hier in meinem Projekt, wo mich ein bisschen unterstützt, der Andreas Bruns, der heute Wasserbauingenieurbüro und der unterstützt mich in meinem Projekt und der kommt jetzt am Donnerstag vorbei und misst mal die ganze Fläche, die ganze Grenzsteine exakt ein und mir stecke dann mal die Becke und alles, was so grob Bauabsteckung sozusagen zu machen ist, stecke ich am Donnerstag ab. Das heißt, dass man mal wissen, wo kommen die Helderbecke exakt hin und was halt so geht. Also wie gesagt, das ist jetzt eine grobe Bauabsteckung, was wir jetzt machen. Das heißt, da kommt es jetzt gerade auf den Millimeter drauf an. Also das heißt, wir stecken ab, messen die Becke ein, dass wir wissen, wo wir baggern müssen, plus Arbeitsraum, dass wir das alles immer ganz grob haben. Werden wir verschiedene Höhenniveaus auf die Fläche dann sozusagen markieren, dass man zum Bauen die passenden Höhenniveaus habe, dass das dann halt alles so ist, wie das es gerechnet ist, weil ihr müsst ja verstehen, es ist ganz einfach, das Wasser läuft dahin aus unserem Entnahmebauwerk, aus der Bach, läuft es rein in unsere Anlage und läuft dann durch die ganze Anlage, durch die verschiedenen Teiche, läuft es durch die verschiedenen Höhenniveaus der Teiche. Das heißt, wir brauchen so gut wie keine Pumpe, um das Wasser von A nach B zu pumpen. Das ist ein Riesenvorteil, auch ökologisch und umwelttechnisch gesehen ist es immer vom Vorteil, wenn man keinen Strom braucht, als wenn man Strom braucht. Also ein bisschen denken, ein bisschen die Anlage so strukturiert gebaut, dass das Ganze halt auch ohne Strom funktioniert. Das ist so die Grundsetzung oder was ich anstrebe. Also das heißt, das ist alles gerechnet, das funktioniert von den Höhenniveaus, dass im Prinzip mir lege dann, das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr passieren, aber es kommt eine komplett neue Rohrleitung von unserem Entnahmebauwerk hier auf die Neuanlage, werde mal ein neues 400er Rohr legen. Aber wie gesagt, das ist dieses Jahr noch nicht im Plan, das wird dann nächstes Jahr relativ zeitnah dann passieren. Aber wie gesagt, dieses Jahr werden wir jetzt erstmal mit Halle und Helderbecke oder den Bäcker, Erdaushub und Renaturierungsmaßnahmen anfangen. Das wird jetzt so das nächste sein. Was machen wir nach dem Abstecken? Sobald dass wir jetzt die Fläche abgesteckt haben, das heißt, wo man wissen, wo die Halle hinkommt, wo alles hinkommt, werden wir dann anfangen, so Amphibieschutzzäune aufzubauen auf der Fläche hier. Das heißt, das sind so Schutzmaßnahmen für die Amphibien, was hier sein könnten oder rumkrabbeln und rumlaufen, dass denen nichts passiert und das Maximale zu machen, was man von unserer Seite aus machen könne, bauen wir halt, wie gesagt, diese Zäune auf, gucke, dass da nichts passieren kann und das ist das Nächste, was wir so als Allernächstes machen werden. So, parallel, was machen wir parallel noch zu der ganzen Geschichte, parallel bin ich noch am ganz viele Sachen im Hintergrund am Vorbereiten, was wir jetzt so für das Bauprojekt dann die nächsten Wochen brauchen werden und was halt auch so gebraucht wird. Unter anderem mache ich ja diese Helderbecke, wenn ja die Seite werden mit so Beton-L-Steine abgestellt. Und diese L-Steine werden wir selber betonieren. Einfach ein Kostenfaktor, weil diese Transportkosten und die L-Steine schweineteuer sind. Und wir da halt eine riesen Menge davon brauchen, haben wir uns entschlossen, habe ich mich entschlossen, diese L-Steine sozusagen selber zu betonieren.
Und ja, wie betoniert man Edelsteine? Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe ein bisschen geguckt, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt. Es gibt also diese Betonblockformen, wo man so Beton-Lego-Steine gießen kann. Und sowas ähnliches wie so eine Betonblockform will ich mir bauen oder lasse ich mir bauen. Jetzt sage ich euch gleich noch was dazu. Im Prinzip so eine L-Steinform, dass wir dann sozusagen unsere L-Steine, was wir dann hier zum Bauen brauchen, dann selber bauen und halt selber betonieren können. Das wird so das Nächste sein. Und ja, mal ganz kurz auf die Formen eingehen. Ich habe hier einen ganz coolen Kunde, der Dennis. Der ist letztens vor ein paar Wochen auf mich zugekommen und hat gesagt, er findet es ja sau cool und das, was ich jetzt so mache, finde er auch geil. Und er hat eine riesen Schlosserei mit moderner Maschine und richtig geiles Equipment. Das kenne ich noch von meinem früheren Leben, von meinem früheren Beruf. So eine Maschine, so ein Maschinenpark. Und er hat mir halt vorgeschlagen, ich könnte doch die Formen da bauen. Wir haben das ganze Equipment und Know-how, um solche Formen zu bauen und zu schweißen und zu kanten und so Sachen. Und der plant mir momentan die Formen. Ich denke, das werden die Zeichnungen, denke ich, wird diese Woche oder im Laufe der nächsten Woche werden die Zeichnungen fertig werden von unserer Edelsteinformen. Und dann wird das Ganze in die Fertigung gehen. Ich denke, das wird dann auch noch ein paar Wochen brauchen, aber da werde ich euch dann ein separates Video dazu machen. Punkto Edelsteinformen, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das sehen wollt, machen wir euch natürlich ein Video, ich und der Dennis. Und ja, das ist jetzt mal so das Nächste. Momentan bin ich noch natürlich auf der Suche nach einer Maschine. Momentan suche ich noch einen Radlader. So nichts ganz Großes, aber auch nicht so kleines Spielzeug. So ein 5-Tonnen-Radlader bin ich am Suchen. Da werde ich die Woche auch nochmal unterwegs sein. Ich habe da nämlich einen richtig cool gebrauchten Radlader gefunden. Den werde ich mal morgen, oder wie gesagt, morgen am Mittwoch werde ich mir den mal angucken. Beziehungsweise werde ich fortfahren und werde mir den mal angucken. Ob das so ist, wie der Mann mir das versprochen hat am Telefon, dass der in diesem Zustand ist, wie das er sein soll. Und dann gucken wir mal, vielleicht kaufen wir den, vielleicht kaufen wir nicht. Müssen wir mal gucken, wie der Zustand ist, ob das alles so passt, wie mir das gefällt. Das sind jetzt so die nächsten Tage, was wir machen werden. Das war jetzt mal so ein bisschen bautechnisch, mal so die nächsten 1,5 Monate mal so rausgefasst, was jetzt kommen wird. Natürlich gibt es nachher ein paar Sachen zum Angeln auf der Anlage. Da möchte ich euch auch noch ein bisschen was sagen. Also wir planen jetzt im März, April und Mai planen wir Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung werde ich die Bekanntmachung am 3.3. auf TikTok, auf unserem TikTok-Kanal, was wir haben. Also das heißt, für all die, die noch eine TikTok abonniert haben oder überhaupt sich installiert haben auf ihr Handy zum Gucken, ich kann es euch nur empfehlen, ladet euch TikTok runter, abonniert die Teichanlage bei TikTok, weil bei TikTok mache ich ein bisschen andere Sachen wie auf YouTube, mal so ganz kurz zum Erklären, weil bei TikTok machen wir so diese Live-Geschichte und diese aktuelle Sache, was an der Teichanlage passiert. Also das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt von Veranstaltungen oder irgendwelche Sonderbesatzmaßnahmen oder so, was ich hier auf der Teichanlage mache, empfehle ich euch, unseren TikTok-Kanal zu abonnieren. Natürlich genauso wie unseren YouTube-Kanal abonniert werden oder am besten abonniert, dass ihr nichts mehr verpasst. Ja, auf jeden Fall ganz kurz. Also wir planen da so ein paar große, oder was heißt große, ein paar Traumfischfische wieder zu veranstalten. Wenn ihr euch erinnern könnt, vom Oktober, ne, oder November war es. Da haben wir unsere erstes Traumfischfische gemacht und wie gesagt, das plane ich jetzt im März, April und im Mai. Die ganzen Infos, wie gesagt, zu den Fischen findet ihr auf TikTok. Ansonsten haben wir hier unseren regulären Tagesbetrieb, so wie gehabt. Momentan besetzen wir recht viel Bachforelle, große Lachsforelle, Saibling. Das ist eigentlich Standard bei uns. Ja, jetzt seid ihr mal ein bisschen up to date wieder und ich hoffe, ihr könnt was mit den Infos anfangen und ich freue mich, euch die Tage oder die nächsten Monate bei uns auf der Anlage wieder zu sehen. Und bis demnächst am Wasser, euer Matthias. Servus.